So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Und das letzte Mal sind wir in Sonn ewig stehen geblieben. Das sind wir, glaube ich, bis in die Arena gelaufen. Den Arena-Leiter haben wir Killian überlassen. Und so viel ich weiß, gehen wir jetzt zur Pokémon-Liga, so wie das Mädchen hier auch schon sagt. Also, wäre es auch sinnvoll, wenn wir jetzt einfach diesen Weg weitergehen. Dafür sollten wir aber nicht Wupan ganz vorne haben, sondern Chris. Der kommt nämlich ganz gut durch die Wassergebiete durch. Und dafür benutzen wir irgendeine Elektroattacke. Das ist klar. Das sollte auch Luminion eigentlich One-Hit sein. Ja, und Wupan erreicht Level 48. Wie ich erfahren habe, hätten wir bei Lucario. Wo habe ich den Beutel hingelegt? Ah, hier auf E. Hätten wir Nick nicht die Steilattacke verlieren lassen sollen. Aber es ist im Endeffekt auch egal. Wie ich gesagt habe, wir können es ja ihm wieder beibringen. Gehe ich doch mal von aus, dass wir das können. Wenn nicht, so schlimm ist auch nicht. Ich habe nämlich vergessen, dass Nick auch den Stalltyp besitzt. Oh, achso, sind wir im Trainerkampf? Nee, ne? Nee, wir sind in keinem Trainerkampf. Wir hätten den schon lange besiegen können, wenn ich ihn einfach nur angegriffen hätte. Jetzt versuchen wir es noch einmal. Ich meine, jetzt haben wir es dreimal versucht, insgesamt. Ich guck mal gerade, ob wir auch Tränke dabei haben. Ein Billy-Fass. Billyfass hat aber keinen Wassertyp dabei in sich drin, oder? Ich probiere es gerade mal aus. Sollte nämlich nicht so sein. Oder etwa doch? Anscheinend. Altumarill ist natürlich auch genauso einfach zu besiegen wie alles davor. Machen wir kurz platt. Ist auch nur Level 43. Ich meine, das lohnt sich ja schon fast nicht. Nicht mal für die Erfahrung. Andererseits bekommen wir natürlich keine besseren Gelegenheiten als jetzt nochmal, um unsere Pokémon zu trainieren. Und 1400 Erfahrungspunkte waren ja jetzt auch nicht so wenig. Genau, ich wollte mal schauen, ob wir noch einen Super Schutz haben oder etwas, was annähernd wo auch immer ich gerade stehen geblieben bin. Super Schutz, okay. Wir haben ein paar. Wir versuchen natürlich jetzt jeden Trainer noch mitzuholen. Ich denke, das ist selbstverständlich. Und ein Mantrips, süßes Pokémon, leicht zu besiegen, wie immer. Ich habe irgendwie das Gefühl, Chris erlernt keine neuen Attacken, weil sonst können wir Donnerzahn mal wegmachen. Ja, Grimasse. Ist natürlich eigentlich genauso schlecht. Schauen wir kurz, ob es noch irgendwas Nützliches kann. Der Initiativwert sinkt deutlich. Ja, aber, oh, jetzt habe ich es nicht erlernt. Ich wollte jetzt eigentlich. Eigentlich wollte ich jetzt Donnerbiss wegmachen, dadurch, dass wir das eh nie benutzen.
Oder Donnerzahn, sagen wir es mal so. Ich benutze jetzt einfach. Es macht eh keinen Unterschied, ob wir Funksprung oder Donnerzahn verwenden. Zudem hat Donnerzahn weniger EP-Punkte als Funkensprung. Wodurch Funkensprung im Endeffekt sogar besser ist. So, Chris wird noch Level 20 wahrscheinlich erreichen, bis wir an der Siegesstraße sind. Ein Doppelkampf, ich hoffe, ich habe jetzt unseren Wendigo vorne. Na, wir haben Wutpan vorne, halb so schlimm. Machen wir Funkensprung. Und hier machen wir Feuer, bringt natürlich nichts. Versuchen wir es mal mit Tempo-Hieb. Vielleicht ist es ja. Hätte ich vielleicht nicht direkt gegen das Flugvieh einsetzen sollen. Alles jetzt egal. Meryl ist kaputt. Wupa macht es dann halt in der nächsten Runde. Aktivität ist eh relativ nutzlos für ihn. Oh, aber die haben einiges an Pokémon. Ein Entoron. So, Tempo-Hieb reicht aus. Erfahrung ist wie immer recht mager. Ich glaube, wir würden mehr Erfahrung bekommen, wäre es ein Einzelkampf. Ah, 800, das ist schon mal besser. Obwohl ich so das Gefühl habe, dass wir die meiste Zeit tatsächlich damit verschwenden, einfach auf den Text zu warten und bis die Angriffe durch sind, als dass wir überhaupt was machen. So, diesmal machen wir es richtig rum. Ist aber noch schwächer als auf Winkul. Auf jeden Fall ist Winkul weg. Die Octazooka, das scheint eine Octillerie-spezielle Attacke zu sein. So, machen wir es so. Hier machen wir Flammenrad. Einfach aus dem Grund, dass ich davon ausging, dass Chris schneller angreift. Und so wir nur eine Attacke aushauen müssen. So, jetzt machen wir es aber so. Tempo-Hieb ist egal, wir sind eh schneller. Attacke ging schon wieder daneben. Das heißt, Chris wurde besiegt, wird besiegt und wurde besiegt. Und jetzt können wir Wendigo reinschicken. Pelipper, was ist das? Das ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung von Wendigo. Was auch immer, wie das vorherige Vieh hieß. So, Rasierblatt, weil Kampf, hier Flammenrad, das ist eigentlich egal. Nahkampf bringt nicht viel. Flammenrad bringt noch weniger. Aber ich gehe davon aus, dass Wendigo nicht trifft, okay. Dann heißt es wohl wieder Passierblatt und Tempo-Hieb. Beides sehr schwache Attacken. Oh Gott, das ist wirklich schwach.
Ja, Roas, geht schnell, ist stark. Können wir machen. Hier machen wir Flammenrad. Einfach in der Hoffnung, dass Wendigo schneller ist. Ist es nicht, aber jetzt ist Pilibar besiegt. War ein bisschen schlechter, ich dachte. Scheiß drauf. Einzige Möglichkeit, die mir jetzt aber trotzdem bleibt, ist im Endeffekt eigentlich nur... oh Gott, warum sind die Items alles so schlecht sortiert? Medizin. Einen Belieber in Chris reinzuhauen. Dann machen wir sicherheitshalber noch einen Supertrank. Also auf die anderen 20 KP scheißen wir jetzt einfach mal. Und diesmal gehen wir auch kein Risiko an. Risiko ein, nicht zu treffen und benutzen Dreckfunkensprung. Die Aquarelle, Volltreffer, macht ziemlich viel Schaden, reicht aber nicht. Umso mehr hoffe ich, dass jetzt unser Funkensprung reicht. Und Chris ist fast Level 50. Da muss es schon weiter nach hinten. Hier geht's ja gar nicht weiter. Aber hier. Buschelin. Sollte gut besiegbar sein. Er macht ja hoffentlich keine Wasserdüsen mit Volltreffer. Aber Realität. Ja, einmal Level 50. Tentoxa, ich glaube, da lassen wir einfach eine Runde noch Chris drin. Ich meine, der wird eh nicht so viele Gebiete haben, wo er sehr effektiv ist. Und da hätten wir Tentoxa besiegt. Chris bekommt wieder einiges an Erfahrung und wir können weiter. Da ist noch ein Trainer. Und den besiegen wir auch gerade noch schnell. Ich hoffe, der hat nur ein Pokémon. Das macht es uns einfacher. Ne, zwei. Und ein Golking? Das scheint mir recht gute Erfahrung zu geben. So, dann können wir jetzt mal unseren Chris weiter nach hinten setzen. Erstmal tausche ich ihn mit Wendigo, ganz einfach aus dem Grund, dass Wendigo hier doch recht ordentliche Chancen haben sollte. Auch wenn Rasierblatt an sich jetzt nicht stark ist, haben wir ja noch doch andere Mittel noch. Wir hatten zum Beispiel die Aeroas selber, die Kreuzschere. Die nicht effektiv ist. Habe ich mir denken können, aber ich wollte es einfach mal probieren, weil wir haben ja vorhin gesehen, Rasierblatt bringt auch nicht viel.
Und Aeroas bringt noch weniger. Dann versuchen wir es jetzt noch einmal mit Rasierblatt. Wenn nicht, müssen wir tauschen. Gut, okay. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, nachdem man Ruheort benutzt hat, hat man doch zum Beispiel, ist man nicht mehr im Besitz von Fliegen. Deswegen probiere ich es jetzt einfach einmal aus, ob ich jetzt Schaufler benutzen kann. Ne, okay. Dann habe ich da falsche Anführungszeichen Informationen gehabt. Dann versuchen wir es mit. Ich möchte eigentlich Chris nicht mehr benutzen, aber es dauert mir sonst zu lang. Lupin hat da keine gute Chance. Nick ist auch Kampf. Eigentlich haben wir nur Chris zur Auswahl. Gastrodon. Das hat keine Wirkung, stimmt, das ist ja Boden. Wir haben hier einmal Knirscher. Ich denke, den nutzen wir auch. Geht wahrscheinlich schneller als das Pokémon einmal zu wechseln. Oh, jetzt sind wir paralysiert. Dann holen wir doch lieber Neo rein. Leiden wir auch Nierschall und Kaskade von einmal Server. Ich glaube, Kaskade ist stärker. Kaskade sollte eigentlich stärker sein. So viel ich weiß, ist Neo kein Spezial, sondern ein physisches Pokémon. Kann ich natürlich auch kurz nachschauen. Nachdem wir den Kampf besiegt haben. Den Kampf beendet haben. Es regnet weiter. Mashok, okay, dann. Lassen wir Neo einfach mal drin. Wir haben keine Wasserdüse mehr, ist auch okay. Wir sind eh schneller. Und Kaskade schreckt auch ab und zu zurück, wie wir gerade gesehen haben. So, hätten wir ihn besiegt. Er ist schockiert. Was soll er auch anderes sein? Da hätten wir den Hyperball. Geht's dann direkt schon weiter mit dem nächsten Kampf. Den werden wir jetzt aber nicht mehr anfangen. Wir sind nämlich schon bei 20 Minuten. Dann speichere ich deswegen jetzt schon mal ab. Verabschiede mich und die nächste Folge seht ihr wie immer nach einer Spielzeit von 25 Stunden mittlerweile schon bei Kilian. Auf Wiedersehen.